Ich brauche mein Bike. Wie oft noch? Sagt er fünfmal, ich brauche mein Bike, ey. Holst dir doch. Wir sind schon ganz schön weit gelaufen. Ich glaube, das erobern wir wahrscheinlich alles noch hier. Ich muss mir vorstellen, dass genau vor meinen Biken eine Horde wartet. Ja. Schlacht jetzt mit Stein ab. Oder auch nicht. Mensch, ich will den abwerfen. Alter. Sag mal. Trifft er den nicht oder was? Jetzt. Hopp. Das ist so geil. Mit dem Stein. Tolle Ablenkung. Vor allen Dingen, ich schmeiße ihn den auf den Rücken. Und er macht so, als ob ich ihr Gesicht hier drauf hätte. Komm her, du Lumpi. Muss dann, bin auch weg, muss weitermachen. Alles klar, Marc. Bis zum nächsten Mal, ciao. Oder bis später. Spätestens heute Abend. Hoffe ich doch, dass du wieder dabei bist. Oh, ich muss da reparieren. Hallöchen. Habe ich es denn jetzt geschafft? Oh, Magnet, okay. Das ist es. Warum habe ich mich von Skizzo überreden lassen? War doch klar. Ich bin so dich verarscht. Ich hätte es wissen müssen. Ja, eben. Wie konnte ich nur zulassen, dass Skizzo mich verarscht? Ich würde noch mehr rumschreien. Die sind Viecher, aber egal. Was für ein Idiot, Alter. Da. Feuert er den feuert er den an oder was? Was ist da los? Bescheuert, die feuert den an. Was ist da los? Los, fress ihn! Wie bescheuert, ey. Feuert. Was war das denn gerade? Das stimmt nicht mit den Leuten. Lassen sich freiwillig fressen. Wie dumm ist das denn? Bin gleich da.
Boozer. Lost Lake Camp, kommen. Skizzo ist auf dem Weg. Mit Rippern. Hörst du mich, Mann? Kann mich irgendjemand hören, Gottverdammt? Lost Lake! Scheiße! Da! Es ist noch da. Ja, wo soll es sonst sein? Aber er hat es kaputt gemacht. Ist bestimmt kaputt. Boozer, bist du da? Ricky, Lost Lake Camp. Jemand da? Die Kevin. Ja, ich bin's. Moment, warte! Ricky, hör mir zu. Die Ripper sind hinter Boozer her. Deke? Nein. Hey, nicht schießen. Das ist Deacon. Iron Mike hat uns losgeschickt. Ripper! Weiter, ich halte sie euch vom Hals. Wir müssen zurück zum Camp. Keine Sorge, ich mach das schon. Wir müssen sie schon. Wer von denen? Nein. Weiter, fahrt weiter. Ich finde diese Szenen mit dem Motorrad so lustig, weil die übelst langsam fahren, ja. Als ob die so langsam fahren würden. Noch mehr Ripper! Falle! Was war das? Die wollen die Straße sperren! Fahrt drumherum, nicht bremsen, okay? Ihr fahrt zum Osttor rüber, verstanden? Zur Hauptbrücke! Ich biege hier ab und komme dann über den Steg, über den Sumpf. Wenn ihr Boozer seht, dann sagt ihm, die Ripper sind hinter ihm her, verstanden? Verstanden. Hey, St. John, viel Glück. Euch auch. Und wenn ihr Skizzo seht, dann bringt ihn um. Der ist alleine. Der andere ist tot, aber... Oh. Ja, Skizzo hat die komplett verraten. Na toll. Krass. Ist alles kaputt. Alles, was wir aufgebaut haben, alles futschi. Steig ihn ab! Nein, nicht mehr schnell! Hey, nein! Hey. Bitte, bitte! Ist okay, ich werde dir nicht wehtun. Komm schon. Okay. Komm schon. Hey, nein, alles gut. Es ist nicht tief, wird schon wieder. Jetzt hör zu, sieh mich an. Ich suche nach Boozer und Skizzo. Kennst du sie? Weißt du, wo ich sie sind? Ich weiß es nicht. Ich meine, das alles, es ging einfach so furchtbar schnell. Sie waren überall. Die Ripper, sie waren plötzlich im Camp und Aha. Sie folterten uns. Ja. Sie schnappten mich. Und auch Jan, Eric und Blake. Hey, sag mal, wie heißt du? Nicole, kannst du mit Waffen umgehen? Ja. Gut. Ja. Okay. Siehst du den Turm da hinten? Ich will, dass du draufsteigst und in Deckung gehst. Wenn Ripper hier durchkommt, lässt du ihm den Kopf weg. Ich gehe und suche deine Freunde, okay? Los. Okay. Richtiger Krieg hier, ey. Schade.
Moment, er hat noch schön gewartet, bis ich nachgeladen habe. Alles kaputt, ey. Alles. Ich lasse nicht zu, dass du noch mehr verkaufst. Ruhe in Frieden. Hier rumgeballert, wo sind die denn alle? Alles klar. Keine Zeit. Ihr kennt auch Nicole, oder? Okay, dann hört mir zu. Geht nach Westen zum Steg. Sie ist oben im Wachturm. Ihr werdet ihr helfen. Ich will keine Ripper mehr über den Sumpf kommen sehen. Verstanden? Du bist ein Engel. Mein Gebet wurde erhört. Gut, dann los, los! Danke. Okay, Nicole. Ich habe meinen Job gemacht. Jetzt bist du an der Reihe. Usa, Ricky, irgendwer. Dick, ich dachte, du wärst tot. Ricky, wo ist Usa? Wo ist Skid? Da sind Männer! Ich weiß nicht, was er los ist. Hat er mich denn gesehen, Alter? Ich krieg's kotzt. Ricky. Ich war doch im Busch. Sie brechen in die Krankenstation ein. Verdammt! Ich bin schon unterwegs. Warte auf. Verdammt, Ricky! Hab nicht. Zur Krankenstation. Okay, Rückzug! Der Boss-Schläger. Ist hier so wenig Muni? Nee, wirklich. Das hier so hat einen spitzen Abschluss. Was? Ich wusste, dass er kein Gangmitglied war. Auf meiner schwarzen Liste steht nur einer, Skizzo. Du. Erstmal Bilder gemacht von den Weibern. So, Sammelobjekte. Okay, gut. Erstmal Pilze sammeln.
Scheiße. Was? Schlechter Schütze. Schlechter Schütze. Wir haben gerade alles abgefackelt und sowas. Gerade in Camp eingefallen. Oh, ich habe was Schönes für dich. Warte mal. Viel Spaß damit. Der steht wieder auf oder was? Ja, nee, ist klar, Alter. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Aber es war mir schon klar, dass Gisse uns verrät. Das war mir schon klar, irgendwie. Munition fehlt mir irgendwie ganz schön. Ziehen Dings hinnehmen. Das MG kannst du mitnehmen, das hat mehr durchaus noch. Ja, aber nachher muss ich wieder umtauschen. Obwohl, für jetzt ist es vielleicht gar nicht so dumm. War es denn jetzt da? Das hat meistens nicht viel Munition. Das heißt nicht. Wie viel hat es denn da? 17 Munition, das ist gar nichts. Das streut doch übelst, das ist das Problem. Das streut mir zu viel. Und 17 Munition ist auch nicht gerade viel. Okay. Ja, ich habe noch nicht gegen, also ich habe schon gegen Horden gekämpft und ich habe klacklos verloren, also das wurden ja immer mehr. Nett, dass die mal warten, bis ich sie erschieße. Oh, was hier? Kraft. Schön wär's. Das war so eine Hinweistafel. Cool. Da sind Dicker. Bitteschön. Dann überlegt der ein Dings, ne? Eine Granate, Alter. Muss man sich mal überlegen. Frei! Frei! Ist jetzt mehr Munition, aber auch nicht viel mehr, wach. Scheiße. Egal, ich nehme es jetzt einfach mal mit. Vielleicht kommt da noch was Schlimmeres.
Da ist es. Nicht! Lass sie gehen. Bitte! Nicht! Ihr seid Verirrte! Verirrte! Nein, 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 nein! Waffen runter! Waffenstillstand! Waffenstillstand! Ich dachte, du solltest drinnen bleiben. Ich hörte jemanden rufen. Ich kann sie nicht sterben lassen. Warte, warte, warte. Halt mal. Was zur Hölle war das? Ist vorbei. Iron Mike hat Waffenstillstand geschlossen. Warte, was? Was zum Teufel ist hier los? Finden wir es raus. Alles okay? Komm. Tut mir leid. Waffenstillstand. Einfach alles. Oh. Die haben alles angegriffen, alles abgefackelt und jetzt kommt Waffenstillstand oder was? Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist doch alles nur ein Missverständnis. Sie wollen nur... Sie stürmen mein Camp. Ermorden meine Leute und du nennst das Missverständnis? Ihr habt den Vertrag verletzt. Kommt auf unser Land, steht unsere Vorräte, bekämpft und tötet meine Leute. Hör zu, ich hatte einen Deal. Hey, oh, steig hinab, Bruder. Steig, warte. Okay, Schizo, erzähl mir mehr von diesem Deal. Verdammt nochmal, warte. Erzähl's ihm doch. Erzähl ihm, wie du uns an sie verkauft hast. Was zum Henker willst du von mir? Oh, verdammt nochmal, Schizo. Erzähl's ihm, oder ich schneid dir die Kehle durch. Okay. Okay! Ich hatte einen Deal mit Carlos. Okay? Mike? Aber das... Das war nichts gegen das Camp. Ich schwör's. Es geht um sie. Um die beiden. Ihn und Boozer. Wer will er gar nicht? Nur sie. Ja, wie läuft der Deal so für dich? Ich hab's fürs Camp getan, Mike. Um es verdammt nochmal zu retten. Er hat den Vertrag verletzt, Mike. Von wegen. Mike. Bitte. Dick. Schön, dass du wach bist. Aber lass ihn los. Dick. Waffen, da kannst du Muni kaufen. Ja, weiß ich. Man muss erstmal so viel Geld haben. Aber eigentlich habe ich genug. Okay. Okay, also... Stimmt das, was er sagt? Dass ihr einen Deal hattet? Nur verirrte Lügen. Ja, es stimmt. Okay. Ihr bekommt Deek. William. Die Biker Boys oder wie er sie auch nennt. Und ihr lasst Lost Lake in Ruhe. Ihr ruht dann in Frieden. Du hast mein Wort. Und das ist ja was, hm? Dein Wort. Großer Oberhäuptling der RIP! Hey, hey, wir kamen mit der Fahne des Friedens. Frieden am Arsch! Das ist mein Camp. Meine Leute. Und du kommst her mit einer dreckigen Fahne und willst mir was befehlen. Nicht mit mir. Es ist mir egal, was die beiden getan haben. Und warum du sie willst. Ich weiß nur, dass du sie nicht kriegst. Wir hatten einen Deal. Nein, das ist der Deal, Carlos. Und das ist der einzige, den du kriegst. Jetzt nimm deine Leute und verschwinde aus Lost Lake. Bist euch von hier. Oder wir alle sterben. Genau hier. Und jetzt. Scheiße, Mann. Wir sterben. Unser Vertrag gilt. So wie immer. Was mich angeht. Du mieses Arschloch! Okay. Bringt sie aus meinem verdammten Camp. Hey, das war's noch nicht, Carlos. Steig hinab, Bruder. Ich geh zur Seite. Geh zur Seite! Mike, hey, ich will nur sagen... Bringt ihn in die Zelle. Scheiße, lass uns doch... Lass ihn los! Ich versuche euch etwas zu sagen und... Ihr hört nicht zu!
Das ist nicht, wie wir die Dinge regeln. Wir handeln nicht mit Menschen und morden nicht kaltblütig wie Barbaren. Schafft ihn hier weg. Lasst mich los. Wir bieten ihm einen fairen Prozess wie zivilisierte Menschen. Und er wird zur Rechenschaft gezogen. Es tut mir nicht leid, Mike. Kein Stück. Verdammt, ich wollte das Camp retten. Die Ripper geben nicht auf. Carlos wird nicht aufgeben. Verstehst du? Sie hören nicht auf! Weißt du, wer das war? Jesse. Mhm. Ja, nach dem Ende der Welt Anführer eines Kults zu sein, reicht ihm wohl noch nicht. Er will außerdem auch noch Rache. Dieses gottverdammte Sackgesicht. Mhm. Ja, ich schätze, er weiß schon länger, dass wir hier sind. Die Nacht im Crazy Willy, das war kein zufälliger Ripper-Angriff. Und Skizzo wollte uns an ihn verkaufen? Wo steckt er jetzt? Wenn ich ihn finde, drehe ich ihm den verdammten Hals um. Vergiss Skizzo erstmal. Pack dein Zeug zusammen, ein paar Mollys und so viel Munition wie möglich. Warte, was hast du vor? Und ich weiß schon, dass... Ja, ist eine scheiß Idee, aber wir machen es trotzdem. Ich werde mir den Sprengstoff aus der Lodge holen und dann die Sprengschnur aus Skizzos Hütte. Triff mich bei der Brücke. Ich erklär's dir unterwegs. Oh, jetzt machen wir eine Horde Blatt. Hey, ist das okay für dich? Ja. Oh, ja. Nur das Camp von denen. Ripper-Axt, okay. Das ist eine tolle Axt. Paddel und so ein Ding da drauf. Deke, hörst du mich? Melde dich, Mann! Ja, Ricky, ich höre. Hör zu, ich habe keine Zeit. Was war los, verdammt? Sie haben gerade Skizzo weggesperrt und... Ja, gut, ich habe keine Zeit zum Reden. Und Carlos und die Ripper sind einfach weg. Nach allem, was sie getan haben. Ja, okay, toll. Rede mit Iron Mike über den Scheiß. Fertig. Aber wir müssen reden. Nicht, dass du noch irgendwas anstellst. Was denn, Ricky? Wir reden doch gerade. Unter vier Augen. Es ist wichtig. Es ist immer wichtig. Ricky, ich muss jetzt los. Deacon, warte! Sorry, Ricky. Wir reden... Später, okay? Deacon, Ende. Okay. Was frei? Er hat die bestimmt weggepackt, alles. Kann ich mir schon fast denken. Nur noch unbemerkt in meine Hütte bringen. Oder auch nicht. Na denn, wollen wir mal. Unbemerkt in die Hütte, okay. Oh, nicht schon wieder so eine Leute. Warum kommen die immer wieder? Tschüssi. Oh, Washington. Ach, kann sich nur so nennen, ey.